Herzlich willkommen zur 80. Ausgabe der Blitznews des Remscheider Fernsehen TeleDMW. Ich habe die Breaking News für Sie bis einschließlich dem 23. Januar 2016. Im Studio hat Platz genommen Ihr Michael Westkamp. Drei Meldungen habe ich heute für Sie. In der Nacht zum Freitag, dem 22. Januar 2016, informierte ein aufmerksamer Zeuge gegen 1.20 Uhr in der Nacht die Polizei über einen Einbruch in die Totaltankstelle an der Kreuzbergstraße in Lüttringhausen. Der Anrufer beobachtete zuvor, wie zwei Männer mit einer Einkaufstasche aus den Geschäftsräumen der Tankstelle liefen und mit einem roten Kleinwagen davonfuhren. Die Täter erbeuteten Zigarettenstangen aus den Lagerräumen. Einer der Diebe war ca. 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Schirmmütze, eine helle Jacke, eine blaue Hose und einen dunklen Schal. Der zweite Einbrecher war ca. 1,80 Meter groß. Und was trug er? Er trug eine hellgraue Jogginghose mit schwarzem Aufdruck, eine schwarze Jacke mit grauen Ärmeln, rote Turnschuhe und rote Handschuhe. Beide Männer waren jüngeren Alters. Die Kriminalpolizei Remscheid bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Fluchtauto geben können, sich zu melden. Also, wer was weiß, macht die Polizei heiß. Jetzt brauche ich mal eine Flasche Tränengas. Ist nicht schlecht, ist die Großpackung. Da ist in Remscheid was Schlimmes mit passiert. Sollte man nicht Blödsinn mitmachen. Am Dienstag, dem 19. Januar 2016, wurde gegen 11.30 Uhr Reizstoff, auch CS-Gas genannt, auf dem Flur einer Schule an der Wilhelmstraße versprüht. Lehrer führten die Schüler auf den Pausenhof. Eingesetzte Rettungskräfte und Notärzte behandelten einen Lehrer und 25 Schüler wegen Atemwegreizungen vor Ort. Weitere drei wurden vorsorglich zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Eine 15-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss auf der Polizeiwache vernommen und an ihre Eltern übergeben. Und dann haben wir noch eine letzte Meldung, nochmal ein Einbruch. In der Nacht zu Samstag, dem 16. Januar 2016, gelangten in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 8.30 Uhr Einbrecher durch ein Fenster in eine Gaststätte an der Brüderstraße. Aus dem Gastraum entwendeten sie ein Notebook, anschließend durchsuchten sie die Eindringlinge die angrenzenden Privaträume und klauten weitere 4 Laptops und ein Handy und Geld. Sie flüchteten unerkannt. Jetzt haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Ist doch gar nicht so gut. Eigener Sache. Die Homepage teledmw.de wird zum 31. Januar 2016 abgeschaltet und die Redaktion hat eine Belohnung zur Rettung dieser Homepage ausgesetzt. Ja, und zwar 30 Euro. Und wer diese Homepage auf einen anderen Server kopieren und übertragen kann, 1:1, so wie sie jetzt aussieht, der bekommt eine 30 Euro Belohnung von uns. Also wer da Ahnung hat, mit einem Baukastensystem umzugehen, Der sollte sich melden. Dazu gibt es auch in Kürze einen Sonderfilm hier auf dem Kanal von TeleDMW. Was brennt das? Scheiße. Ich bin weg. Tschüss. Und übrigens fallen Sie nicht auf dem Glatteis. Wir haben zurzeit Glatteis. Mann. Auf den Straßen, aber ist auch schneller weg als ich. Tschüss. Oh. TeleDMW.